Immer wenn man denkt, na, das politische Personal in Deutschland könnte besser sein, sollte man der Fairness halber sagen, es könnte auch viel, viel schlechter sein. In den USA könnte Donald Trump, diese manifeste Persönlichkeitsstörung mit offener Hose, wieder Präsident werden. Notfalls aus dem Gefängnis heraus. Ja, er könnte für seine Beteiligung am Sturm aufs Kapitol verurteilt werden, trotzdem gewählt werden und das mächtigste Land der Welt regieren. Die amerikanische Verfassung würde das zulassen. In Europa hofft man natürlich, dass Trump verliert und Joe Biden seinen Weg weitergeht wie bisher. Also ungefähr so. Aua. Wir wollen keine Altersdiskriminierung betreiben. Joe Biden kann nicht mehr so gut geradeaus gehen. Okay, aber er bewirbt sich ja auch bei der US-Wahl und nicht bei Heidi Klum. Er muss nicht in High Heels rumlaufen. Auch wenn er sich oft so bewegt, als hätte er welche an. Aber auch mental gibt es den einen oder anderen Aussetzer hier. Vor ein paar Tagen ist er bei einer Wahlkampfveranstaltung in Las Vegas ein klein bisschen durcheinander gekommen. Right after I was elected, I went to what they call a G7 meeting, all the NATO leaders. And it was in the south of England. And I sat down and I said, America's back. And Mitterrand from France looked at me and said, you know, how long are you back for? Ja, das wissen wir auch nicht so genau. Also Trump muss bis zum Wahltermin das höchste Gericht fürchten. Biden muss eher das jüngste Gericht fürchten. Aber mein Gott, vielleicht ist es ja wie bei einem Joghurt. Joe Biden ist vielleicht wie ein Joghurt, nur weil er alt ist, muss er nicht schlecht sein. Es gibt viele Menschen, die auch im biblischen Alter noch Höchstleistungen vollbringen. Gerhard Baum zum Beispiel. Oder Mick Jagger. Oder Manuel Neuer. Und Biden ist eben der Einzige, den die Demokraten haben. Er ist alles andere als beliebt als Präsident. Viele hadern mit seiner Nahostpolitik, aber es gibt jetzt nur diesen einen Weg. Viele Demokraten ärgert seine Gaza-Politik, aber statt zu sagen, ich habe recht, sollte er lieber klarmachen, dass sein Gegner Trump viel schlimmer wäre. Das erfordert einen sehr, sehr negativen Wahlkampf, brutal und hässlich, aber das ist Bidens beste Chance. Ist schon bitter. Sein größter Trumpf ist, Trump wäre schlimmer. Und so ist es wohl auch. Trump nimmt ja kein Blatt vor den Mund, wenn er über seine Pläne für eine weitere Amtszeit spricht. Auf die Frage, ob er ein Diktator sein werde, hat er gesagt: Ich werde am ersten Tag ein Diktator sein, um das Ölbohren zu erlauben und die Grenze zu schließen. Danach werde ich kein Diktator sein. Als Diktator kann er natürlich festlegen, wie lange so ein Tag dauert. Das ist alles leider überhaupt nicht mehr lustig. Trump sagt, er wolle schon am ersten Tag seiner neuen Präsidentschaft tausende Behördenmitarbeiter entlassen, die ihm politisch nicht genehm sind. Er will die Rechte von Journalisten einschränken. Er sagt, dass Migranten das amerikanische Blut beschmutzen, dass seine politischen Gegner wie Ungeziefer seien, die er ausrotten würde. Also faschistischer kann man seinen Faschismus kaum in Worte fassen. Sehr schnell wird Trump wohl auch die Unterstützung für die Ukraine aufgeben. Er blockiert sie ja jetzt schon über die Republikaner im Senat, die ihm treu ergeben sind. Trump verehrt Putin, wie man weiß. Er hat ihn mal einen starken Führer genannt. Ich denke, Trump wird die Beziehung zu Putin stärken durch persönliche Treffen, durch gemeinsames Nacktreiten, durch vielleicht auch Städtepartnerschaften mit russischen Städten wie Kiew oder Warschau oder Berlin. Wir haben das passende Lied zum Wahlkampf. Donald steht zur Wahl. Das hatten wir doch schon einmal. Mit einem Bing Bing hier und einem Bing Bong da. Angeklagt mit einem Bein im Knast. Doch Donald ist das scheißegal. Der Donald wär gern Autokrat. Pfeift aufs Gesetz und auf den Staat. Mit einem hier und nicht ganz dicht. Alle kriegen Waffen, nur der hier nicht. Old Mac Putin feiert hart. Nützlicher Idiot. Wenn er gewählt wird, Horrorshow. Klima, NATO, Mexiko. Donald ist voll der Griff ins Klo. Dann doch lieber Tata Joe. Der alte
alte Donald will den Sieg. I-I-I. Wow. Und wenn's nicht klappt, gibt's Bürgerkrieg. I-I-I. Mit einem Bing, Bing hier und einem Bo, Bo. Doch bei Taylor Swift geht ihm voll der Stift. Mit Donald ist die Welt am Arsch. I-I-I. Du, hast du das Video jetzt ganz bis zu Ende geschaut? Dann lass dir ein wenig Zeit, bevor du das nächste anklickst. Entspann dich erstmal, schließ die Augen, atme tief durch. Besser? Gut, dann klickst du jetzt hier und guckst weiter in der ARD-Mediathek.